Wunderbar. Alles Sackgasse hier. Sperrt für. Jetzt gucken wir aber erstmal. Ach, Hessen Forst. Wir wollen nur nicht, dass du da reinfährst. Privatweg gesperrt für Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugverkehr außer Forstbetrieb. So. Und wenn ich jetzt hier nicht lang dürfte, ja, dann hätte mich gerade der vom Forst bestimmt angesprochen. Er hätte gesagt, hier, gerade nicht eine gute Zeit, hierher zu gehen. Oder wir wollen das gerade nicht, oder allgemein nicht. Aber das ist ja einfach nur Tierschutz und Naturschutz. Den Lärm aus dem Wald halten. Und mögliche auslaufende Betriebsstoffe. Mitarbeiter vom Forst. Ich krieg gleich einen knallroten Kopf hier, ey. Trinken. Ist das ein Leckstein? Hat er den gerade da angebracht? Oder hier Futter drunter. Das ist eine Futterstelle hier. Und deswegen dürfen hier keine Autos rein, damit die auch ungestört futtern dürfen. Ich latsche hier durch. Deswegen ein bisschen Tango in die Beine. Obwohl es nur bergauf geht hier. So, jetzt haben wir die Auswahl zwischen berghoch und berghoch, oder wie? Ja, den Weg sind wir schon hochgeballert. Da habe ich keinen Bock drauf. Ach ey. Dann machen wir da jetzt erstmal eine kurze Pause. Beruhigen wir uns erstmal wieder. Jetzt heute nochmal den Berg hochknallen. Nochmal. Nochmal den Berg da hoch. Einfach nochmal den Berg da hoch. Nur um darüber zu kommen. Nur weil man da nicht lang gehen kann, weil da Menschen privat wohnen. Die wohnen ganz privat. Mit ihren komischen rechten Parolen am Tor. Oh Mann. Vielleicht dann sonst wieder Wahl. Ja, hier ist aber gerade richtig angenehm, ey. Das glaube ich gar nicht. Sehr schön. Weil sonst. Schon wieder gelöst.
jetzt auch daran mache, so wie ich es gedacht hatte. Nicht als um Harz, sondern nur als Sicherheit hier dran. Ich habe alles an Bändern, weil ich schon so oft Dinge einfach verloren habe und muss dann nochmal zurückgehen. Das hörst du manchmal einfach nicht. Merkst du nicht. Steckst du nicht drin. Boah, echt nochmal den Hügel da hoch. Dann haben wir ja heute wieder 300 Höhenmeter Minimum. Ja. Man gönnt sich ja sonst nichts bei dem Wetter. Der einzige Vorteil ist, ein Projekt von mir, aber das brauchen wir auch nicht, weil da können wir auch hinspringen. Wir sind ja den Weg schon gegangen. Da oben ist die Twistequelle und da fängt auch ein Projekt an. Da können wir aber ganz einfach hinspringen. Wege, die wir gegangen sind, die können wir springen. Dann machen wir einen kleinen Jump. Vögel, so schön, so viel. Also klar, es gibt Orte, da sind deutlich, deutlich mehr. Aber die Vielfalt finde ich doch noch heimatlich. Was machen wir denn? Quälen wir uns da rauf? Ich glaube schon. Wir müssen gleich mal einen Stichweg gehen. Ich guck mal gerade im Telefon, ob es da einen Stichweg gibt. In das Twistetal rein. Doch, wenn ich ranzoome. Müssen wir mal gucken. Das hier ist ja direkt ein Stichweg. Das Problem ist, wenn der jetzt da runter führt, aber dann irgendwo bleibt, weil es ist ein Stichweg. Dann kann ich den Weg wieder komplett hochlaufen. Ja. Dann kann ich wieder komplett hoch. Komplett.
Probieren den Stichweg, Leute. Weil dann sind wir nur wieder da, wo wir schon waren und wo wir eben noch mal hin müssen. Das sind halt immer die Sachen, wenn ich das Geplante durch habe, dann können wir ja auch immer frei entscheiden, aber wir müssen ja nicht alles doppelt und dreifach hier zeigen. Das ist ja, das passt mir dann nicht so ganz. Deswegen gucken wir jetzt den Stichweg. Gar nicht geguckt, nehmt ihr doch nur auf da. Ich hoffe, ey. Oh, ich kann ja gerade nachgucken. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Ja. Hier haben wir schon den Salat, glaube ich. Tiefer geht's nicht. Nur die Bäume hier rausgeholt, die sie hier geschnitten haben. Steil hoch, da ist gar kein Weg unten. Ich will das hier als ungenutzte Grundung. Ich mache nichts kaputt. Das ist doch ein alter Stichweg noch hier runter. Komm, wir diskutieren. Vielleicht finde ich da unten noch Wasser. Hat da auch wer gelegen. Das ist doch wieder ein Weg. Hat sie gebrannt?